Also die Schweizer müssten mich eigentlich ist ein komisches Wort, aber ich verwende es jetzt mal, die Schweizer müssten mich eigentlich sehr gut verstehen. Ich bin nämlich ein Franke. Und deswegen ist es schön, hier eingeladen worden zu sein. Im Grunde genommen, der Vorredner und auch heute Morgen schon die Vorträge, wir könnten uns so die Bälle zuspielen und einen Grundtenor höre ich bei ganz vielen Dingen heraus, nicht nur bei den Gesundheitsthemen, sondern auch bei den anderen Themen, nämlich wir können viel Wissen umsetzen, nutzen, wenn wir einfach den Blick in die Natur richten. Der Frank hat eben schon ein paar Beispiele gebracht dafür, Nahrungsmittel essen, die vielleicht nicht komplett durchdesinfiziert sind, ist so ein Beispiel. Das tun nämlich die Tiere auch nicht. Und in unserer weißgekachelten Hochglanz-Sakrotanwelt angekommen, haben wir oft selbst am eigenen Ast gesägt. Zum Beispiel nehmen Tiere auch immer automatisch mit der Nahrungsaufnahme Stäube auf im Mikrometermaßstab. Und wir stellen uns jetzt hin und lassen uns applaudieren und Orden verteilen, wenn wir auf die Idee kommen, Zeolit zu essen. Also das ist eigentlich ein natürliches Prinzip und dieser Gedanke zieht sich komplett durch das Thema, wo wir sagen, mit einfachen Mitteln, mit bewährten Mitteln, mit reinen Substanzen kann man hochwirksam arbeiten. Und noch etwas aufgegriffen, was auch der Andreas gesagt hat. Wir haben ganz oft einen Schleier vor den Augen, also eine völlig verfälschte Wahrnehmung von dem, was zum Beispiel im Feld der Medizin überhaupt die Ist-Situation ist. Andreas hat von diesem Mann gesprochen, der einmal behauptet hat, es wäre unmöglich zu fliegen, je zu fliegen. Ja. Und solche Aussagen gibt es in der Geschichte massenweise. Und das ist erstaunlich, diese Dinge zu lesen und einmal gedanklich da hineinzugehen. Ich möchte ein anderes Beispiel bringen. In der Vorbereitung der Pariser Weltausstellung, die war 1899, aber 1898 hat der damalige Chef der US-Patentbehörde, also ein hochrangig wissender und wissenschaftlich arbeitender Mensch, gesagt, alles, was erfunden werden kann, ist bereits erfunden worden. 1898. Warum bringe ich dieses Beispiel? Unsere Wahrnehmung ist komplett verfälscht. Wir denken, wir haben eine moderne, hochwirksame Medizin. Wir denken, es muss doch so sein. Diese ganzen Nobelpreisträger, diese Ahnengalerie und diese Supermaschinen, die Bilder von unserem Inneren machen und so weiter und so fort. Die Wahrheit ist, es ist alles Steinzeit. Naturheilkunde auch. Wir fischen alle im Trüben. Und wir können froh sein, wenn wir den Blick in die Natur richten und solche einfachen Dinge finden. Und wenn wir den Blick zurückrichten zu unseren Urgroßmüttern und Großmüttern vielleicht, die haben Natron verwendet und Borax und Wasserstoffperoxid und so weiter und so fort. Das heißt, das ist unser Vorteil. Aber im Trüben fischen wir alle, wenn es um das Thema zuverlässige Erhaltung und Wiedergewinnung der Gesundheit geht. Und wenn Sie dieses Thema interessiert, beschäftigen Sie sich mal ein oder zwei Stunden mit den sogenannten Kondratjew-Zyklen und mit dem, was wir unter dem Bacon'schen Zeitalter verstehen. Dann werden Sie feststellen, dass wir uns gerade im fünften langen Zyklus befinden, also gegen Ende des fünften langen Zyklus, mit dem Ergebnis, dass wir eine Technologie haben, die ziemlich zuverlässig Informationsaustausch ermöglicht, um das mal ganz allgemein zu formulieren. Jedenfalls, Sie werden sehr schnell auf die Tatsache stoßen, dass wir überhaupt noch als Menschheit keinen Entwicklungszyklus gehabt haben, der sich im Zentrum weltweit mit dem Thema Gesundheit befasst. Und das ist der Schleier, der vor den Augen einfach weg muss. Und dann ist die Konsequenz ganz einfach, denn Sie werden sich vielleicht fragen, wieso beschäftigt sich ein Arzt, Zahnarzt, Heilpraktiker wie der Frank, wieso beschäftigt sich ein Naturwissenschaftler mit verschiedenen Auszeichnungen und einer langjährigen
Arbeit in der forschenden Pharmaindustrie, wie es bei mir der Fall ist, überhaupt mit solchen simplen Dingen. Weil wenn man es verstanden hat und dieser Schleier weg ist, dann ist einfach ganz klar, dass die bewährten einfachen Dinge immer noch das Sicherste sind, ja, in der Therapie. Und deswegen arbeiten wir mit Heilerde, Zeolithpulver, völlig simpel, mit Wasserstoffperoxid, mit Borax, mit Milchsäure, auch das haben unsere Großeltern getan, in Form eines Konzentrats aus dem selbstgemachten Sauerkraut zum Beispiel. So, deswegen habe ich also irgendwann die hohe Wissenschaft tauschen müssen gegen etwas, was sehr simpel aussieht. Ich sage dazu Gesundheitswerkzeugkasten. Die Leute kennen das, dass ich mit dieser Kiste herumreise. Und es sind sehr, sehr einfache Dinge in der Regel darin, die wir als Reinsubstanzen kaufen können, frei verkäuflich, frei zugänglich und hochwirksam und bewährt. Und viele Dinge daraus sind... Und dann erwacht gleichzeitig auch das Kind in uns, das Experimentierkind, ne? Weil wenn es um das Thema DMSO geht beispielsweise, dann sind Sie vielleicht hierher gekommen, weil Sie feststellen, wenn Sie DMSO anwenden oder verwenden wollen, dann können Sie das nicht irgendwo am Tresen bekommen, in einer bunt bedruckten Schachtel mit einem schön gefalteten Zettel darin, den wir vielleicht auch als Betriebsanleitung bezeichnen. Sie sind die Jury, oder? Nein, okay. ich denke gerade hier so. Dann nennen wir Betriebsanleitung oder Beipackzettel. So etwas finden Sie nicht oder vielleicht auch nicht mehr zu diesen Mitteln. Sie haben vielleicht mal eine Mittelohrentzündung und erinnern sich, oh, die Oma, die hat ein Zwiebelsäckchen darauf gelegt, ein wohltemperiertes. Ne? Ja, wo gibt es das jetzt? Wo ist die Betriebsanleitung? Ne? Also wir sprechen tatsächlich von Hausmitteln. Die dürfen natürlich Ärzte und Heilpraktiker auch in ihren Praxen verwenden und das tun sie auch reichlich, wie das Beispiel von DMSO zeigt. Aber letztendlich sprechen wir von Hausmitteln, von Eigenverantwortung und von den Möglichkeiten, die wir da haben. Ich spreche in diesem Zusammenhang gerne vom sogenannten dritten Weg. Das heißt, ich muss irgendwie ganz weg hier gehen, glaube ich, reine von unerwünschten Nebenwirkungen freie Mittel, die man auch in der Natur findet. Also das ist das, was diesen Werkzeugkasten auszeichnet. Sie finden Borax in der Natur, Sie finden Natron oder die anderen Basensalze in der Natur. Ich bin beim Natron, das ist mir ein bisschen zu langweilig, zu einseitig, ne? ein reines Natriumsalz zu verwenden. Ich nehme lieber gemischte Basensalze, also Natriumhydrogencarbonat, Kaliumhydrogencarbonat, Magnesiumcarbonat vermischt in einem Salz beispielsweise. Diese Dinge finden wir in der Natur. Magnesiumchlorid finden wir in der Natur. Wasserstoffperoxid finden wir in der Natur, in dem Fall sogar in unseren eigenen Abwehrzellen und so weiter. Die Liste lässt sich sehr, sehr lange fortsetzen, bis hin zu den Heilpflanzen. Daniel hat mir noch eine hergestellt, über die ich gleich auch sprechen will. Die gehören natürlich mit dazu. Artemisia annua wurde für seine Wirkung, beziehungsweise die Wissenschaftlerin, die das herausfand, im Herbst 2015 mit dem Nobelpreis geadelt, was sicher ein Meilenstein war und sehr, sehr erstaunlich. Also es sind Substanzen, die wir zwar in irgendwelche Gefäße abfüllen, die erstmal nicht so aussehen, als ob es sich um Natur handelt, ne, weil sie sagen vielleicht, komische Gefäße, ne, das sieht irgendwie doch ein bisschen chemisch aus, aber die Substanzen, die reinen Substanzen, die da drin sind, die finden Sie alle auch in der Natur und das ist eine wichtige Grundvoraussetzung für meinen Gesundheitswerkzeugkasten. Der Ihrige mag anders aussehen, ja? Das ist etwas Individuelles, das ist ein Weg natürlich. Warum heißt es jetzt der dritte Weg? Weil der erste Weg eben die sogenannten offiziell zugelassenen Arzneimittel darstellen und wir im zweiten Weg dann auch so etwas
erlebt haben, wie das Großwerden einer Nahrungsergänzungsmittelindustrie. Und auch die ist reglementiert, gesetzlich und durch Verordnungen reglementiert. Und der dritte Weg stellt eben diese freien Mittel dar. Und diese freien Mittel bekommen Sie nicht mit Betriebsanleitung. Auch auf einem Nahrungsergänzungsmittel steht ja drauf Verzehrempfehlung oder wird traditionell angewendet bei. Nichts von alledem bekommen Sie bei den freien Mitteln. Und das Paradoxe ist jetzt eben, der dritte Weg ist eigentlich der allererste. Wenn Sie unsere Urgroßeltern betrachten, die auch mit diesen Substanzen und Wässerchen und so weiter hantiert haben. So, das heißt, ich benutze die Mittel in Reinform oder allenfalls gelöst in etwas. Ich habe hier ein paar Beispiele, das kommt nachher nochmal. Und ich spreche auch von hohen Reinheitsstufen, das heißt von zertifiziert reinen Substanzen. Wenn Sie mal das Beispiel Borax nehmen, da habe ich natürlich auch persönlich die Zeit durchgemacht, wo ich das Borax vom Zimmermann benutzt habe und in mich reingeschüttet habe, das ziemlich so grausilbrig irgendwie aussieht. Und inzwischen habe ich meine Fortschritte gemacht und verwende eben auch pharmazeutisches Borax, pharmazeutisch reines Borax, das dann auch wirklich weiß aussieht. Also, ja, das ist vielleicht ein Punkt, den man einfach nochmal überlegen kann. Und ich sage das auch bewusst, weil es gibt Leute, die sagen, nur ein Magnesiumchlorid, das wir aus dem Bergwerk herausgeholt haben, muss das Allerbeste sein. Warum? Da kann Arsen drin sein, da kann Chrom drin sein und so weiter und so fort. Die Natur hat früher nicht Schubladen selektiert, ne, als diese Stoffe entstanden sind und hat gesagt, hier lagern wir reines Magnesiumchlorid ab und dort reines Natron und so weiter. Also das nochmal so als kleinen Impuls, die Aussagen vielleicht in Hochglanzprospekten und so weiter auch immer wieder einmal selbst zu reflektieren. Was ist eigentlich los? Und wie sieht das aus? Gut, Sie stellen fest, ich stehe hier noch lebend da, trotz des Borax vom Zimmermann, das ich benutzt habe. Also es gibt da auch einen Spielraum natürlich, den unser Körper gut toleriert. Und auch das ein Impuls eben immer wieder. Immer wenn Sie eine Mittelzubereitung haben, also wo der Pharmazeut sagt, eine galenische Zubereitung in Form von Tabletten, Trachees und so weiter und so fort, da nehmen Sie automatisch Stoffe auf, die Sie eigentlich nicht in Ihrem Körper haben wollen. Also führen Sie sich das mal zu Gemüte, lesen Sie mal im Internet über Pyrovinylpyrrolidon, dieses PVP, das hier steht, und es wird Ihnen gehen wie mir, glaube ich. Sie werden keine Tablette mehr anrühren wollen. Und der Witz ist, diese Substanz, die wird sogar in Augentropfen galenisch verarbeitet, obwohl man eben weiß, dass das Gewebe keine Chance hat, diesen Stoff irgendwie zu verstoffwechseln, wieder auszuleiten und so weiter und so fort. Und am Ende wundern wir uns, oh, wieso nimmt die altersbedingte Makuladegeneration so arg zu, nachdem die Leute vielleicht jahrelang gegen ihre trockenen Augen irgendwas getropft haben. Wie auch immer. Also machen Sie sich Ihr eigenes Bild. Und da ist der zweite Weg nicht ausgenommen. Ja? Also wenn Sie als Arzt oder Heilpraktiker sich als Naturheilkundler verstehen wollen und einem Patienten empfehlen, passen Sie auf, Sie haben Magnesiummangel, gehen Sie in die Drogerie, holen Sie sich Trachees, Magnesium-Trachees, betreiben Sie keine Naturheilkunde, weil Sie tragen mit dazu bei, dass sich die Leute diese Dinge einverleiben, ja, mit denen der Körper dann so seine Schwierigkeiten hat. Ein Thema, über das oft gar nicht gesprochen wird. Gut, ich habe hier ein Beispiel. Also immer wenn Sie lesen, Povidon, das ist ein Tarnname für dieses PVP, Pyrovinylpyrrolidon, Magnesiumstearate, das hört sich irgendwie auch neutral an, ne? Lesen Sie mal. Gut, ganz schlimm natürlich auch die sogenannten Süßstoffe,
Saccharinzyklamat und so weiter. Also Sie können sich Ihr eigenes Bild machen. Und wie gesagt, das ist gut gemeint. Es gibt viele große Firmen, ja, die haben Vitamintabletten und Aminosäurebrausentabletten und Trachees und dies und das. Ja. Das ist keine Naturheilkunde. Die Natur arbeitet mit reinen Substanzen und ich möchte das auch tun. So, das ist so ein ungefährer Abriss meines Gesundheitswerkzeugkastens. Und Sie finden da viele Dinge, über die heute schon gesprochen wurde auch. Ne? Oder über die viele andere Referenten auch sprechen. Das heißt, es gibt wiederholende Dinge, die sehr oft auftauchen. Was fällt mir auf Anhieb ein? Vielleicht das Jod zum Beispiel. Ne? Und es ist ganz wichtig, sich eben selbst damit zu beschäftigen und dann zu entscheiden, was man in seinen eigenen Gesundheitskasten, Werkzeugkasten packen will, wenn man da weitermacht. Es gibt hier sehr interessante Sachen. Ich möchte mal herausgreifen, die Milchsäure, das haben Sie heute schon gehört. Und wahrscheinlich so bei sich gedacht, Milchsäure, das kann nichts Gutes sein. Da haben Sie gehört, das entsteht, wenn man zu viel exzessiv Sport betreibt zum Beispiel und führt zur Übersäuerung und so weiter und so fort. In dem Falle haben wir es mit einem schönen Effekt oder einem schönen Erkenntniseffekt zu tun, dass Dinge nämlich immer umkehrbar sind. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Sie wissen es vielleicht, das Organ Niere ist verknüpft mit der Wadenmuskulatur. Also Leute, die Nierenprobleme haben, die klagen in der Regel über Wadenkrämpfe und solche Dinge, Schmerzen beim Stehen und so weiter und so fort. Also das ist eine Verknüpfung, die sehr bekannt ist in der Naturheilkunde. Jetzt können Sie natürlich die Niere behandeln, das ist klar. Aber Sie können auch die Wade behandeln. Wenn Sie zur Thai-Massage gehen und sich die Wade behandeln lassen, wird sich Ihre Nierenfunktion verbessern. Und das ist natürlich in der Natur ein Prinzip, das allgegenwärtig ist und von dem wir ganz viel lernen können und profitieren können in der Naturheilkunde. Und bei der Milchsäure ist es genauso. Die entsteht, wenn wir Sport machen und, wie wir aus neuerer Forschung wissen, führt sie zu diesem sogenannten Trainingseffekt. Das heißt, sie führt dazu, dass die Muskulatur, auch der Herzmuskel zum Beispiel, lernt, Milchsäure zu verwenden für die Energieproduktion. Das ist genau der Trainingseffekt. Das wird bei den Hochleistungssportlern gemessen. Das Laktat, sagen wir, der Laktatwert wird gemessen. Und auch hier finden wir die Umkehrung sehr schön erforscht. Wenn wir dem Körper sukzessive Milchsäure zuführen, wie das unsere Urgroßeltern den ganzen Winter über getan haben, indem sie im Keller aus ihrem Sauerkrauttopf nachgeholt haben, dann bleibt die Muskulatur fit. Die sind ja früher nicht ins Fitnessstudio gegangen, die Urgroßeltern, sondern die waren froh, wenn sie im Winter ausruhen konnten von der ganzen Arbeit von Frühjahr, Sommer und Herbst. Und die Milchsäure hält also sozusagen, das ist ein Trainingseffekt für den Körper. Das ist ein Aspekt der Milchsäure. Sie hat ganz viele andere, sehr, sehr erstaunliche. Also auch da gilt, ich gebe Ihnen das alles als Impuls mit, genau hingucken, sich erstmal damit beschäftigen. Der Historiker heute hat das auch gesagt. Ja, Sie können so etwas nicht in 5 Sekunden erfassen oder so. Da muss man einfach mal hinschauen dann. Im Übrigen wird das für teures Geld, weil jetzt können wir natürlich, jetzt kommt noch das i-Tüpfelchen, wir können jetzt das Magnesium, das als sogenanntes Salz der inneren Ruhe gilt, das können wir verknüpfen damit. Nämlich als Magnesiumlaktat. Das heißt, wir nehmen die Milchsäure und setzen sie mit einem basischen Magnesiumsalz um, bekommen dann Magnesiumlaktat. Ich habe einen schönen Film auf meiner Facebook-Seite, wo ich zeige, wie man das selber macht. Aber die Welt funktioniert nun mal im betriebswirtschaftlichen Modus. Es gibt eben Menschen, die haben das Magnesiumlaktat in Wasser gelöst. Das ist wahnsinnig kreativ. Und in Flaschen abgefüllt und da drauf steht Sport aus der Flasche. Das ist genau das, was ich eben sagte. Sie trinken das und ihre Muskulatur, ihr Herzmuskel und so weiter profitiert davon. Also das sehen Sie, das sind die simplen Dinge, ja, die Sie hier überall wiederfinden können, in der einen oder in der anderen Form.
marketingtechnisch aufpoliert, mit hohen Preisen verkauft oder eben ganz, ganz einfach als Reinstoffe eingekauft in diesen Dosen, die Sie da gesehen haben auf meinem Bild. Und dann kann man damit hantieren in der heimischen Küche. Und das macht mir viel mehr Spaß. Ne? Aber vielleicht fehlen mir auch einfach nur die unternehmerischen Gene, wer weiß. Gut, Sie sehen auch die Stäube, von denen ich gesprochen habe, Kieselgur, irgendwo steht Heilerde, wahrscheinlich unter H, und irgendwo steht Zeolit ganz da unten. Sie sehen die Aminosäuren, über die wurde heute schon gesprochen. Sie sehen die Äpfelsäure, etwas, was kaum jemand zu kennen scheint, stelle ich immer wieder fest. Viele von euch kennen die Leberreinigung nach Moritz. Und er sagt, man muss jeden Tag einen Liter Apfelsaft trinken. Aber das ist natürlich Pech, ne? Weil wem tut das gut? Also das, worauf es ankommt, jetzt ist finster. Jetzt ist finster. Also das, worauf es ankommt im Apfelsaft, ist die Äpfelsäure. Eine total simple Substanz aus der Natur, die Sie in hoher Konzentration in einem relativ unreifen Boskop finden, zum Beispiel, also in sauren Äpfeln. Deswegen heißt sie auch so. Also es heißt Äpfelsäure, Strom weg oder was? Es heißt nicht Apfelsäure, bitte. Manchmal bin ich auch ein Korinthenkacker. Es heißt Äpfelsäure, das ist der offizielle Name. Und die finden wir im Apfelsaft. Die finden wir zum Beispiel auch im Apfelessig. Ja, das ist der Grund, warum man diese Substanz einsetzt. Der Apfelessig hat nur einen Pferdefuß. Er enthält eben auch Essigsäure. Und Essig ist natürlich strikt zu vermeiden, weil Essig, das lernen wir schon in der Schule, ist das Stoffwechselendprodukt von Alkohol. Also das, was den Kater macht. Also immer, wenn Sie in Ihrer Küche fleißig Essig verwenden, ja, Sie wissen es jetzt. Ne? Also das ist nicht gut. Das haben Sie gelernt in der Schule. Alkohol wird als erstes zu Acetaldehyd oxidiert. Das macht die Fahne, das stinkt. Und als zweites, die zweite Oxidationsstufe, die die Leber dann leistet, ist die Essigsäure, das macht den Kater. Und weil es die Ahnen schon wussten, haben sie am Morgen nach der Hochzeit, nach der Hochzeitsfeier dann Natronwasser getrunken, ja, gegen den Kater, wegen der Essigsäure, um die zu neutralisieren. Also wenn Sie in der Küche etwas Gutes tun wollen, für Ihre Erbsen-, Bohnen-, Linsengerichte, für Ihre grünen Smoothies, für den Salat und so weiter und so fort, dann nehmen Sie natürlich Milchsäure. Also das sind die einfachen Dinge, die wir aus der Natur lernen oder von unseren Großeltern lernen, wie auch immer, es kommt immer aufs Gleiche raus. Und wir haben sehr schöne Effekte, das können Sie überall nachlesen. Ja, also man könnte natürlich über jede Substanz hier einen Vortrag machen, ich wurde aber gebeten, über DMSO zu sprechen. Und jetzt geht das nicht mehr. Okay, ich spreche einfach mal weiter. DMSO als Dachmittel ist die Überschrift heute. Warum Dachmittel? Ja, also gibt diese vielen wunderbaren Dinge, die Sie gerade gesehen haben und noch viel mehr und auch noch die Heilpflanzen kommen natürlich dazu dann. Warum sage ich jetzt DMSO als Dachmittel? Ganz einfach, es hat drei große Aspekte, die wir so in dieser Breite bei keinem anderen Stoff finden. Also es ist einfach eine simple Flüssigkeit zunächst mal. Aber sie hat phänomenale Eigenwirkungen, die auch sehr, sehr gut erforscht sind. Das ist auch eine Ausnahme für ein Naturheilmittel. Und zum Zweiten kann man diese Substanz DMSO mit jedem anderen Mittel, das Sie da gesehen haben, und mit jeder anderen Therapiemethode, die Sie kennen aus der Naturheilkunde, ob das Akupunktur ist oder manuelle Therapien, Strom, Frequenzen, was gibt es denn noch alles? Fällt mir jetzt nicht ein, weil ich hier stehe. Also Sie können das mit jeder anderen Therapiemethode auch kombinieren. Ja, zum Beispiel vor der Akupunktur die Haut besprühen mit einer DMSO-Verdünnung, um den Effekt der Akupunktur zu verbessern. Also Sie können, und sogar die Schulmedizin bedient sich dem DMSO, um zum Beispiel Cortison, die Wirkung des Cortisons zu verstärken, damit man
die Menge an Cortison, die man verabreichen muss, niedriger wählen kann. Ein sehr altes Prinzip, das schon seit den 70er Jahren angewendet wird. DMSO übrigens sehr, sehr verbreitet. Also auch da ein bisschen den Schleier wegnehmen und mal in die Welt gucken. Im russischen Sprachraum oder kann man sagen im gesamten früheren Ostblock steht es in jeder Apotheke frei verkäuflich in den Regalen, ja, da wo die Sachen so stehen, die man so kaufen kann. In Japan verwenden es die Zahnärzte ganz viel. Also ich kann ganz viele Beispiele da zeigen über seine Verbreitung. Also wir haben den Aspekt, dass es eigens ein Heilmittel ist, Regeneration und Modulation des Immunsystems und viele andere Wirkungen, die gut erforscht sind. Dass wir zweitens hier eine Substanz haben, die mit allen anderen Mitteln und auch mit den Pflanzen hervorragend kombinierbar ist. Aus Artemisia annua, aus allen anderen Pflanzen, aus Wurzeln, aus Kernen, Traubenkerne haben wir heute gehört und so weiter, können Sie Auszüge machen mit DMSO. Nicht mit Alkohol, sondern mit DMSO. Das ist genauso wie mit dem Essig und der Milchsäure. Man nimmt nicht Alkohol. Jemand, der wissenschaftlich im Labor gearbeitet hat, weiß das. Ja? Man nimmt immer DMSO, wenn man ein hervorragendes Lösungsmittel haben will. Und man nimmt natürlich nicht Alkohol, weil Alkohol hat nur Nachteile. Also, und sei es nur, dass man es eben dann nicht Kindern verabreichen will, zum Beispiel alkoholische Tinkturen. Ja? Aber das ist nur ein Nachteil. Es gibt natürlich viele andere. Alkohol ist auch niemals wundheilungsfördernd oder sonst irgendwas. So, und das sind natürlich Eigenschaften, die Sie mit nichts anderem, ja, das ist mit nichts anderem vergleichbar. Sie haben also ein hervorragendes Auszugsmittel für Naturmaterialien, das auch noch die Pflanzeninhaltsstoffe beispielsweise verstärkt in ihrer Wirkung. Sie haben ein Kombinationsmittel für alle anderen Baukastenbestandteile und auch für alle anderen Therapiemöglichkeiten. Und Sie haben ein eigens, also ein Solomittel, das in seiner Regenerationskraft unerreicht ist. Deswegen verwenden es ganz lapidar zum Beispiel auch sehr bekannte Sportmediziner. Ja, wenn sich am Mittwoch jemand verletzt beim Spiel und am Samstag aber auch wieder rennen soll, dann geht das eben mit DMSO beispielsweise. Je nachdem, wie man vorankommen will, kann man auch jede beliebige Anwendungsform wählen. Äußerlich, innerlich, Injektion, Infusion, Einlauf und so weiter und so fort. Also, sind wir wieder? Fast soweit. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, aber das ist doch kein Naturmittel. Das wird doch in der Fabrik gemacht. Ja, aber es ist im Boden, in der Luft, im Wasser, überall ist DMSO. Das heißt, der Planet, der gesamte Planet kennt DMSO. DMSO ist Bestandteil des globalen Schwefelkreislaufs. Vulkanische Schwefelquellen, das kennen Sie, dieses gelbe Zeug, das oberirdisch und unterseeisch herauskommt. Und es gibt eben spezielle Bakterien, die das umsetzen können. Und aus dieser Stoffwechselstätigkeit entsteht letztendlich DMSO und weitere sogenannte organische Schwefelverbindungen. Sie kennen eine davon, nämlich MSM. Das ist die nächste Oxidationsstufe vom DMSO. Also das ist selbstverständlich ein Naturstoff. Es ist zwar im Wasser, im Boden, in der Luft in Spuren vorhanden, das heißt, es würde nichts bringen, das da irgendwie herauszufiltern oder wie auch immer, das wäre viel zu aufwendig. Und deswegen wird es, weil es eben diesen hohen Bedarf gibt, Tonnen, Tausende, Zehntausende Tonnen Bedarf an DMSO, wird es natürlich inzwischen industriell hergestellt. Und das gilt für andere Dinge auch. Und das muss nicht, das habe ich vorhin schon angedeutet, am Beispiel von diesem natürlich abgebauten Magnesiumchlorid, das muss, das braucht keine Bewertung, besser oder schlechter. Ja? Es ist nur so, wenn ich in einem Edelstahlkessel in der Industrie beispielsweise Magnesiumchlorid herstelle, dann habe ich eben direkt eine pharmazeutische Reinheit.
Und wenn ich es irgendwo ausgrabe und aufreinigen will und Schwermetall frei will, bekommen will, dann brauche ich wieder industrielle Prozesse. Also auch das vielleicht ein kleiner Impuls, nicht zu einseitig zu denken bei solchen Dingen und manchen Märchen hinterherzulaufen. Gut, wo waren wir? Patsch. Wer, ich? Ach so, da, ja, da kenne ich mich aus, glaube ich. Ah ja, das habe ich gesagt eben, genau. Und auch hier ein historisch verbürgtes Zitat. DMSO wurde sehr, sehr intensiv beforscht in den 60er und 70er Jahren, bis in die 80er Jahre, von US-Pharmafirmen, von deutschen Pharmafirmen, Schweizer weiß ich nicht genau, große Firmen, Schering zum Beispiel, eine sehr, sehr bedeutende Pharmafirma damals gewesen. Und dann hat man sich gefragt, warum machen die nicht weiter? Und das ist das Zitat. Der damalige Leiter des US-Dachverbandes der Pharmaindustrie hat eben bei einem öffentlichen Auftritt gesagt, es hat für uns keinen Wert. Ja. Also sprich, die interne Firmenpolitik hat eben dann auf andere Substanzen gesetzt, was die Wertschöpfungskette angeht. Und dann hat man das fallen lassen. Und wie ich immer wieder betone, das ist doch unser Glück. Ja. Wenn ich immer wieder höre, ja warum, das könnte man doch als Arzneimittel zulassen und das und jenes, ja wozu denn, was bringt uns das denn? Dann ist es nicht mehr frei. Wir sind doch froh, dass die Dinge frei sind. Gut, also das ist dieses russisch etikettierte Fläschchen, 100 Milliliter Flaschen für umgerechnet 70 Cent im ganzen ehemaligen UdSSR Einflussgebiet überall zu bekommen, ist dort auch sehr bekannt als Hausmittel. Ja. Bei uns noch nicht. Ne? Also ich denke, dass es irgendwann wieder in jedem Haushalt ankommt, auch bei uns. Gut, also das ist ein bisschen Verbreitung, was ich schon gesagt habe, in der Zahnheilkunde, in der Demenzforschung natürlich. In Kliniken ist DMSO vorgeschrieben, da gibt es also so einlaminierte Anweisungen in den Also das alles sehr erstaunlich und ist kombinierbar, wie gesagt, mit allen anderen Mitteln und Therapieformen und verbessert deren Ergebnis. Ganz kurz eine Reminiszenz an Ihre aller Schulzeit. Das Wassermolekül, das ist natürlich der wichtigste Partner des DMSO, wenn es um den eigenen Körper geht. Wir bestehen definitionsgemäß aus mindestens 60% Wasser, sind also nach der Definition wässrige Lösungen und haben zum Glück unsere Knochen. Und das Wasser ist ein aus biochemischer Sicht ein hartes Molekül. Jetzt werden Sie sagen, was soll das für ein komischer Begriff sein? Wasser ist, hat eine hohe Polarität. Das Sauerstoffatom bringt sozusagen eine Kante da rein, wenn man so sagen will, eine Ladungskante. Und das haben Sie sicher gehört, die Wassermoleküle, die haken sich alle ein. Aufgrund dessen. Sie alle wurden in der Schule irgendwann gefragt, was eine Wasserstoffbrückenbindung ist. Ne? Und das ist genau das. Also die haken sich alle ein. Und mein Cousin, der hat einmal zu mir gesagt, der war Pilot bei der Bundeswehr, und er hat einmal zu mir gesagt, das Erste, was man als Pilot lernt, ist niemals auf Wasser landen, lieber auf dem Acker. Ne? Lieber auf dem Acker, nicht auf Wasser. Wasser ist hart. Also das ist sozusagen die makroskopische Fortsetzung dieser Erkenntnis. Wassermoleküle haken sich miteinander ein, bilden lange Ketten. Und das Erstaunliche ist jetzt eben dieser Effekt, nämlich DMSO. Wenn DMSO ins Spiel kommt, in den Körper flutet sozusagen, dann, was sagt die Jury? Junge, da schwitzen wir.
Und wenn DMS so ins Spiel kommt, dann werden genau diese Einhakstellen, also diese Wasserstoffbrücken, die werden kurzzeitig aufgelöst. Sonst, wenn weniger Publikum da ist, gebe ich Fläschchen rum mit DMSO, dann kann man das sehr schön in seiner Hand spüren. Also diejenigen, die DMSO zu Hause haben, tropfen sie sich 2 Tropfen Wasser in die Hand und dann danach 2 Tropfen DMSO dazu und dann werden sie einen sehr seltenen Natureffekt dort spüren, einen sehr erstaunlichen, den sie auch nie mehr vergessen und dann werden sie das verstanden haben. Es werden diese Bindungen gelöst, die sehr, sehr stark sind und die Wasser zu einem harten Stoff machen. Und die werden gelöst und die Bindungsenergie wird frei natürlich und das spüren sie. Und das ist der Effekt letztendlich. Jetzt werden Sie sagen, was soll das für eine Mittelwirkung sein? Ja, aber das ist genau das. Alle biochemischen Prozesse im Körper und auch die elektrischen, über die der Andreas gesprochen hat, sind abhängig von intakten Wasseroberflächen, intern, extern, an Zellmembranen, an Enzymoberflächen, wo auch immer. Ja, das ist ja genau die Rolle, die Wasser spielt und die wir erst nach und nach so richtig intensiv verstehen. Und da können Sie sich vorstellen, wenn jetzt eine Substanz daher schwimmt, in aller Kürze, wie gesagt, wir können das auf universitärem Niveau natürlich alles ausbreiten, stundenlang. Wenn so eine Substanz wie DMSO daher schwimmt, können Sie sich vorstellen, dass dieses einmalige Lösen und danach wieder Zusammentreten von Wassermolekülen natürlich diesen Effekt ausmacht. Ja? Und wir finden dann, dass Enzymfunktionen wieder besser funktionieren, dass Transportkanäle wieder besser funktionieren. Das ist einer der Haupteffekte von DMSO, dass nämlich der Transport von Stoffen aus Zellen heraus oder zwischen Matrixgewebe und Funktionsgewebe, also Organgewebe und in vielen anderen Verteilungsräumen im Körper, dass diese Transportprozesse plötzlich wieder anspringen, wenn sie vorher brachgelegen waren. Wir haben oft heute ganz oft von Übersäuerung gehört, ja. Das ist kein Effekt, der grundsätzlich pathologisch ist, sondern es geht nur darum, wenn das der Körper nicht wieder loswerden kann. Und das ist ja eigentlich seine natürliche Aufgabe, Dinge aufnehmen und Dinge abnehmen, bis hin zu den Gedanken natürlich. Da geht es auch ums Aufnehmen und Abgeben. Aber das ist eine andere Vorlesung. Gut. Also, es gibt vielfältige positive Wirkungen, die auch erforscht sind und wir können eben DMSO, weil es universal einsetzbar ist, auf viele verschiedene Arten und Weisen nutzen, bis hin zu den Augentropfen, mit denen wir phänomenale Rückmeldungen haben, weil gerade eben der Augapfel so ein Ort ist, wo Ablagerungen eben ein ganz schwieriges Thema sind für den Körper. Ja, und das ergibt sich auch logischerweise. Sie alle wissen, was ist beim Diabetiker das Erste, was auftritt. Ne? Also die Orte am Körper, im Körper, wo es um die feinsten Kapillaren geht, die werden als Erstes in Mitleidenschaft gezogen. Und da geht es um Transportprozesse, ja? Um Aufnahme von wichtigen Stoffen, um Abgabe von Stoffwechselendprodukten und so weiter und so fort. Und deswegen erklärt sich, warum diese DMSO-Augentropfen so phänomenale Ergebnisse bringen, die auch augenärztlich sehr gut dokumentiert sind inzwischen. Ja, ja, genau, kommt jetzt, genau, da kommt es schon. Also, dieses DMSO in der Flasche hier, diese simple Flüssigkeit, die wird praktisch nie pur angewendet. Und jetzt kommen wir zum Beipackzettel, den es nicht gibt. Also jetzt kommen die Anleitungen, wie gehe ich denn damit um? Das heißt, zunächst einmal kaufe ich DMSO in pharmazeutischer Reinheit. Auf meiner Internetseite stehen gute Firmen, wo man das machen kann. Bei der Firma alchemist.de kann man also sehr, sehr preisgünstig
auch größere Mengen kaufen, Literflaschen. Wenn man zum Beispiel dann mit diesen Pflanzen arbeiten will, Pflanzenauszüge machen will, dann ist ein 100 Milliliter Fläschchen für 80 Euro natürlich, für 18 Euro natürlich oder Franken natürlich völlig absurd, das ist klar. Also da brauchen Sie anderes Material, ne, für Ihre heimische Küche. Das wäre so eine Firma, wo man das kaufen kann. Und wenn ich jetzt sage, wir wenden DMSO praktisch nie pur an, selten, ja, tupfenweise auf Watzen, auf Herpesbläschen, auf Mundaften und so, da wird es schon mal in Reinform aufgetupft, aber das sind die Ausnahmen, in der Regel wird es verdünnt. Also der imaginäre Beipackzettel sagt DMSO aus der Flasche und dann erstmal verdünnen. Womit denn? Ja, dann sagen natürlich die meisten, und das war auch Tradition damals in den 70er, 80er Jahren, mit Wasser. Okay, Wasser ist langweilig. Also es gibt, haben wir vorhin besprochen, es gibt natürlich Flüssigkeiten, die viel, viel interessanter sind. Und jetzt sind wir schon wieder mitten im Werkzeugkasten. Wir nehmen nämlich andere Dinge dazu, wie zum Beispiel Magnesiumchlorid als 12-prozentige Lösung und haben damit eine wässrige Fraktion. Und damit können wir das DMSO verdünnen. Zum Beispiel 1:1, total simpel. Ja, Sie brauchen keine Messinstrumente, irgendwas. Sie nehmen einen Teelöffel DMSO und einen Teelöffel Magnesiumchloridlösung. Die können Sie sich vorher selbst zusammenrühren. Und dann können Sie das auf Ihre Verletzung zum Beispiel auftragen. Total simpel. Also deswegen dieser imaginäre Beipackzettel, der ist sehr leicht umzusetzen. Wenn es um Schleimhautanwendungen geht, Nasen-, Ohrentropfen, Mundspülungen, Blasenspülungen, Einläufe, dann benutze ich sehr gern isotonisches Meerwasser. Das ist, Sie kennen vielleicht Quinton und solche Sachen, ne? Meerwassertherapie, also das bringt nochmal einen ganz anderen Aspekt dazu. Der Eigenurin natürlich eine hervorragende Möglichkeit, regenerativ zu arbeiten, wenn es um Narben geht, Nachoperationsbehandlungen, aber auch Dinge wie Neurodermitis, Psoriasis, also Schuppenflechte und andere Dinge mehr. Und denken Sie immer daran, ne? Der Frank hat es gesagt, immer wenn sich an der Haut außen was zeigt, ist auch an der Haut innen was nicht in Ordnung, weil es gibt nur eine Haut. Es gibt nur eine Haut, die schlägt sich hier um an den Lippen und wird zur Innenhaut und hier schlägt sie sich wieder um und wird wieder zur Außenhaut, es gibt nur eine Haut. Aber trotzdem, es gibt eben Situationen, viele Situationen, wo wir einfach mal schnell was erreichen wollen, ja, schnell Symptome verbessern wollen und das ist ja auch legitim. Und man kann ja dann immer noch nach den Ursachen fragen und etwas Ganzheitliches machen. Aber mit DMSO erreichen Sie eben sehr schnell Ergebnisse. Sie durchbrechen Therapieblockaden, wo vorher Leute sagen, ja, ich habe doch Artemisia angewendet, wochenlang und so weiter. Ja, dann nehmen Sie mal DMSO dazu und pupp, es geht dann. Ne? Also das ist einfach etwas, um schnell voranzukommen. Und Sie wissen das alle, die therapeutisch arbeiten, wenn jemand schlimme Symptome hat, dann ist er auch nicht ansprechbar nach dem Motto, ja, guck halt mal hin, was dein Verhältnis mit deiner Mutter ist und so weiter. Ne? Der wird ihn einen Tritt verpassen. Ja? Der möchte jetzt einfach eine schnelle Hilfe haben. Und dann, wenn sich die Symptome verbessert haben, dann nutzen Sie die Chance dieser neuen Plattform in der Kommunikation mit dem Patienten, dann ist er auch ansprechbar auf solche Dinge natürlich. Und das ist übrigens etwas, was die Schulmedizin auslässt, diesen Moment. Ne? Das ist einfach, das kann man einfach so sagen. Ja? Es wird dieser Moment, wo der Patient dann ansprechbar wäre im ganzheitlichen Sinne und ursächlich, der wird nutzlos, den lässt man nutzlos verstreichen. Ne? Also alle, die Naturheilkunde praktizieren als Ärzte oder Heilpraktiker, die sollten daran natürlich denken. Das kolloidale Silberwasser ist ein hervorragendes Verdünnungsmittel für DMSO und auch das Prokain, 2-prozentig, das sind also alles wässrige Dinge, wobei das Prokain, glaube ich, in der Schweiz nicht frei verkäuflich ist, so wie in Deutschland. Gut, und dann, ich habe es gesagt, 1:1 wäre 50%, und dann bewegen wir uns grob in dem Bereich.
15-75% bei äußerlicher Anwendung. Es gab früher das Dolobene, ne, das war von einer Pharmafirma, ein Mittel mit 15% DMSO. Das wurde dann aber irgendwann eingestampft, auch aus Gründen der internen Firmenpolitik. Und damit arbeiten wir eben äußerlich mit verschiedenen Mischungen. Ich habe hier zum Beispiel 15% DMSO in der Flasche. Das ist jetzt in dem Fall eine Pipettenflasche, weil die 15%, die verwenden wir auch für Nasen- und Ohrentropfen. Sowohl bei Sinusitis, also von der Nase her gedacht, als auch bei Tinnitus, also vom Ohr her gedacht. Und zwar dann immer von beiden Seiten gleichzeitig behandeln. Also egal welches Symptom, immer in Ohr und Nase. Diese 15-prozentige Lösung, zum Beispiel hergestellt mit dem isotonischen Meerwasser. Und wer von euch überhaupt keinen Draht hat zum Selbstmischen und nicht seine kindliche Freude am Experiment wiederfindet, der kann das natürlich auch alles fertig, anwendungsfertig gemischt kaufen. Aber ich glaube, in der Regel sind ganz viele Menschen geneigt, einfach in ihrer eigenen Küche mal was zusammen zu mixen. Gut, also das wäre jetzt eine fertig gemischte 60-prozentige Lösung, wie man sie bei dieser Firma Alchemist zum Beispiel kaufen kann. Und zwar direkt mit Magnesiumchloridlösung schon drin. Warum 12% Magnesiumchloridlösung, werden Sie sich vielleicht fragen, wieso nehmen wir nicht einfach das Magnesiumöl? Das ist eben ein bisschen zu stark, zu dick, sage ich jetzt einfach mal. Man kriegt dann weiße Krusten auf der Haut und so weiter, das macht keinen Sinn. Das Magnesiumöl ist über 30-prozentig Magnesiumchloridgehalt. Wir nehmen die 12-prozentige Lösung, weil die hat der Dr. Delbé, ein französischer Arzt ehemals, so als optimal wundheilungsfördernd eben erforscht. Gut, also das sieht man wahrscheinlich nicht so gut. Das ist eine relativ schlimme Brandwunde. Die Brandwunden teilt man ja in Grade ein. Also das ist schon, das geht schon ein bisschen mit Gewebevernichtung einher, mit Verkohlung sozusagen. Und nach der DMSO-Behandlung ist die gleiche Stellung eben. Also Sie haben mit DMSO die Möglichkeit, und deswegen wurde es auch immer von Schönheitschirurgen gerne genutzt, narbenfrei. Also wenn Sie frühzeitig genug anfangen, Sie können auch sehr alte Narben mit DMSO behandeln und das ist ein wichtiges Feld. Ja, also da, es geht nicht nur um Kosmetik, wenn wir von Narben sprechen. Es geht darum, dass Narben, insbesondere die querverlaufenden, wenn Sie mal an Kaiserschnittnarben denken und so weiter, dass die natürlich viele Symptome auslösen, je länger, desto mehr. Und mit DMSO behandelt, gibt es da ganz viele Aha-Effekte, ne, was Energiegefühl, Schlafqualität und solche Dinge. Also Narben zu behandeln ist sehr wohl sehr, sehr wichtig. Bei sehr, sehr alten Narben funktioniert es auch. Das Narbengewebe kriegt seine ursprünglichen Eigenschaften wieder zurück. Eigentlich ist Narbengewebe ja funktionslos, schwitzt nicht, hat kein Gefühl, keine Sensibilität, hat keinen Haarwuchs, ne, zum Beispiel. Das ist in die Eigenschaften von Narbengewebe. Wenn Sie mit DMSO sukzessive behandeln, kommt das wieder. Ne? Also die Kaiserschnittfrauen sagen, da spüre ich auf einmal wieder was. Das Taubheitsgefühl geht weg, Haarwuchs, die kleinen Härchen wachsen wieder und so weiter. Also ein Phänomen, ein echtes Phänomen, das ich nicht missen möchte, weder in der Praxis noch privat. Deswegen, wie gesagt, wird es im Bereich Schönheit sehr, sehr gerne angewendet in verschiedenen Formen. Bis hin zu Injektionen mit feinen Nadeln, kann man auch im Gesicht machen natürlich, wer Spaß an sowas hat. Also mir liegt das schon, aber nicht jedem. Da kann man also viel machen. Man kann es natürlich sehr schön mit diesen Ultraschallgerätchen kombinieren, mit phänomenalen Rückmeldungen. Die Frauen sind völlig aus dem Häuschen, ja, wie das glättet und Falten wegnimmt und so weiter. Na gut, es ist nicht unbedingt mein zentrales Thema. Orale Einnahme geht so, dass man teelöffelweise, also die Faustregel heißt, ein Teelöffel sind 3 Milliliter und die Faustregel, die da drüber liegt, heißt, bei einem Erwachsenen nehmen wir das Körpergewicht in Kilogramm, sagen wir mal 75 und dann streichen wir eine Stelle weg, dann sind wir bei 7,5 und das in Gramm.
Ein Teelöffel, etwa 3 Gramm. Und das heißt, wenn Sie ungefähr 2 bis 3 Teelöffel nehmen, sind Sie bei dieser Tagesmenge angelangt. Und das kann man dann einfach in irgendein Getränk reinrühren. Habe ich ja gesagt, verträgt sich mit allem. Ne? Wasser, Saft, Tee, Rotwein. Das letzte streich mal wieder. Und bei den Infusionen und Injektionen für die Ärzte und Heilpraktiker unter euch gibt es eben inzwischen, das ist das Schöne an dieser neuen DMSO-Landschaft, als das Buch 2012 herauskam, gab es nichts. Niemand kannte DMSO, die alten Ärzte haben sich daran erinnert, dass es da mal Ampullen gab und so weiter. Niemand kannte es und es gab nur ganz wenige Verkäufer. Und inzwischen ist alles da, ja. Ich bin nicht beteiligt, aber es ist alles da. Und unter anderem gibt es sterile Mischungen von der Victoria Apotheke in Saarbrücken, eben für die ärztlichen und heilpraktischen Infusionen und Injektionen. Okay, also die sehen so aus. Es gibt verschiedene Mischungen, Einläufe, habe ich gesagt, kann man kombinieren mit den anderen Dingen, die sonst auch reingemischt werden. Die Nasen- und Ohrentropfen, habe ich gesagt, 15-prozentige Lösung. Die Augentropfen sind dann 3-prozentig ungefähr, also wir sagen 1-3%. Gibt auch in Österreich eine Firma, die auf meiner Internetseite steht, die die Augentropfen hat. Und die DMSO 3%-Lösung gibt es auch bei Alchemist. Und ja, nach dem, was uns die Augenärzte inzwischen sagen, komme ich nicht umhin, diese Augentropfen auch als Prävention zu empfehlen, also für alle noch Augengesunden. Wir alle tun unseren Augen heutzutage Dinge an, für die sie nicht wirklich langfristig geschaffen sind. Laptoparbeit und. Und die Prävention von Augenerkrankungen nimmt einen, glaube ich, immer wichtigeren Stellenwert ein. Und das kann man mit dieser Mischung sehr gut machen. Alle Augengesunden, die anwenden, sagen eben auch, die Augen sind frischer, sie haben weniger Blendeffekte beim nächtlichen Autofahren, sie können länger Bildschirmarbeit machen, ermüdungsfrei und. Also das sind sehr schöne Sachen. Okay, ja, zeitmäßig am Ende. Ich wollte noch über die Kräuter sprechen, die man lösen, also die man Auszüge machen kann. Am Beispiel Artemisia annua, die Pflanze, die hier steht und die es hier zu kaufen gibt. Also das ist nur ein Exemplar von vielen. Und das kann man zu Hause kultivieren, sehr, sehr einfach, sehr, sehr anspruchslos. Und dann kann man aus der Frischpflanze Auszüge machen. Es gab, wie gesagt, den Nobelpreis für diese Wirkungen. Viele wissen das inzwischen. Und es geht um diesen Inhaltsstoff, aber das ist nur einer von über 100. Und bei den Pflanzen ist es auch so etwas, was wir von der Natur lernen können, nämlich wenn wir hergehen, wie das die Pharmaindustrie normalerweise dann immer macht, und einen isolierten Stoff aus einer Pflanze nehmen, weil jemand nachgewiesen hat, dass der wirkt, dann vergeben wir uns ganz viel von der eigentlichen Pflanzenwirkung. Und dazu gibt es sogar inzwischen Studien, im Falle von Artemisia auch, dass man Labortieren, denen man den Gesamtextrakt verabreicht aus der Pflanze, wo also alle Inhaltsstoffe drin sind, dass die einen wesentlich höheren Blutspiegel, ich glaube 20 Mal höher steht in der Veröffentlichung einer kanadischen Arbeit, 20 Mal höher an Artemisinin ist, als diejenigen Labortiere, die isoliertes Artemisinin gespritzt bekommen. Stellen Sie sich das mal vor, was uns die Natur da Phänomenales zeigt, nämlich, dass alle Inhaltsstoffe sich synergistisch zueinander und miteinander verhalten und eine positive Wirkung dann erbringen. Ja, und wenn Sie die Pflanze in DMSO einlegen, kriegen Sie alle Pflanzeninhaltsstoffe heraus. Mit Alkohol nicht. Alkohol ist ein selektives Auszugsmittel. DMSO ist ein ganzheitliches Auszugsmittel und es geht auch viel schneller, ist in 1-2 Tagen fertig. Ich bin nicht gesegnet mit Frischpflanzen, weil ich im Moment auch keinen eigenen Garten habe, jedenfalls nicht in der Nähe und deswegen nehme ich Getrocknetes. Ja, man legt das einfach ein, überschichtet das mit dem DMSO, mit dem pharmazeutisch rein, schüttet es durch so einen Faltenfilter mit Glastrichter. Und hier gibt es noch eine Frage im Publikum. Ja, habe ich mir gedacht. Ich kenne das ja.
Genau, reines, die Pflanzen werden in reines DMSO eingelegt. Wenn man hinterher es verdünnen will, dann macht man es hinterher. Aber bitte nicht bis unter 50% DMSO-Gehalt, weil dann ist es nicht langzeitstabil. Also man muss mindestens 50%. Gibt es inzwischen auch fertig zu kaufen beim Calendula Kräutergarten. Und so sieht meine eigene Mischung aus. Okay, ja. Bitte? Genau, DMSO ist ein gutes Lösemittel, das heißt, es würde auch Farbstoffe aus den Textilien herauslösen, deswegen nach äußerlicher Anwendung ungefähr eine halbe Stunde ohne Kleidungskontakt einwirken lassen. Wenn einem das nicht gelingt, weil man einem einfällt, dass man einen Termin hat oder so, dann wäscht man es einfach mit Wasser ab, kurz. Also das ist völlig easy und wir versuchen das, wie gesagt, Kunststoffkontakt und so weiter zu vermeiden. Ich habe auch noch eine, wenn man die, ich habe beide Augen mit so einer künstlichen Linse operiert. Ja, ja, wie genau, weiß schon, ja, ja. Lösen schon. Die sich denn nicht auf mit ja. DMSO? Genau, also diesen Effekt, dass DMSO zum Beispiel Kunststoffweichmacher herauslöst, Textilfarben herauslöst und so weiter, weil es ja ein gutes Lösemittel ist, den stellt man nur mit dem reinen DMSO fest. Ich habe ja gerade gesagt, es wird in reines DMSO werden die Pflanzen eingelegt. Sobald das verdünnt ist, speziell wenn es unterhalb von 20% liegt, die Lösung, findet dieser Effekt nicht mehr statt. Also das kann man im Labor natürlich zeigen. Das ist ganz einfache Ingenieurswissenschaft letztendlich. Und das heißt, wenn wir bei den Augentropfen bei 3% sind, ist die Frage beantwortet. Solche häufig gestellten Fragen sind auch auf meiner Internetseite beantwortet unter dem Menüpunkt FAQ. Da gibt es ein paar so Fragen, die kommen immer und immer und immer. Und da gehört die natürlich dazu, weil die Leute sagen dann, ja, ich habe doch Stents und ich habe Netze im Leistenbruch und ich habe dies und das, Kunststoff im Körper. Immer in der Hochverdünnung denken. Wenn ich 5 Milliliter DMSO trinke und das sich im ganzen Körper verteilt, was habe ich dann für eine Konzentration? 0,0003% vielleicht. Ich kann das mit dem Taschenrechner ausrechnen. Okay, genau, Schlusswort. Wenn wir einen Trockenextrakt machen wollen, wie zum Beispiel das Rick Simpson Öl, ich habe hier Cannabispflanzen gesehen, dann... Wenn wir einen Trockenextrakt machen wollen, dann nehmen wir nicht DMSO. Rick Simpson hat gesagt, am allerbesten Äther, aber Äther ist problematisch, weil es leicht verdampft, explosionsfähige Gemische bildet und so weiter. Und die nächste Stufe vom Siedepunkt her ist dann das, was unsere Großeltern als Wundbenzin gehabt haben. Das ist der sogenannte Petroläther. Petroläther, Leichtbenzin, Wundbenzin, das sind die Bezeichnungen. Und bei Rick Simpson heißt es Naphtha. Er spricht von Naphtha, niedrigsiedend. Das ist im europäischen Raum dieser Petroläder. Gibt es auch beim Alchemist. Also wenn Sie Vaporization machen wollen mit Ihrem Pflanzenauszug, um nachher ein Öl oder ein Trockenextrakt zu gewinnen, dann nicht DMSO nehmen, weil das hat einen Siedepunkt von 180 Grad. Das heißt, um das wegzuverdampfen, müsste man so hoch erhitzen, dass man alle Pflanzeninhaltsstoffe crackt, kaputt macht. Auch wenn man Tees macht, sollte man aus Kräutern, sollte man ja nicht über 75, 80 Grad das Wasser erhitzen. Und das Gleiche gilt hier auch. Wenn Sie eine Flüssigkeit mit Siedepunkt 60 Grad Celsius haben, dann ist das, was Rick Simpson sagt, einen Reiskocher zu nehmen, der etwa 100 Grad erzeugt, genau richtig, um es rückstandsfrei zu entfernen. Also das ist die Ausnahme, wenn wir zum Beispiel über dieses Cannabisöl oder über Trockenextrakte sprechen. Wie gesagt, wir können uns tagelang über all diese Dinge enthalten. Es gibt meine Internetseite, es gibt dort diese Menüpunkte, zum Beispiel Einkauf, wo Sie den Alchemist auch finden und viele andere Dinge. Und die Facebook-Seite mit kleinen Filmchen, wie man zum Beispiel diese Äpfelsäure verwendet oder neutralisiert. Ja, gut. Und am Anfang stand das Buch und jetzt sind wir hier. Dankeschön. Applaus